Herzlich willkommen bei den alten Herren. Mein Name ist Onkel Bob. Ich bin Skanon, hallo. Und wir begrüßen euch zu einer weiteren Episode DayZ Standalone. Ich bin in der letzten Folge gekickt worden. Ich hatte Verbindung verloren. Eben gerade bin ich eingeloggt und wie ihr seht, bin ich irgendwie im Keller dieses Hauses gespawnt. Zumindest sehe ich keinen Boden und keine Wände. Mal schauen, ob ich das Haus verlassen kann. Ja, jetzt mal gespannt. Ach, schaut mal, das ist die Tür, wo man nicht rein kann. So sieht's hinter der Tür aus. Na, ich komme nicht raus. Sind unsichtbare Wände überall. Vielleicht kann ich ja durchspringen. Durch die Wände. Das ist mir doch schon mal passiert. Bei der Feuerwache, wo wir beschossen wurden. Wo ich beschossen wurde. Also, liebe Glaube ich hier. Zuschauer, ich benutze keinen Wallhack. Das ist irgendein Bug. Ihr könnt ja selbst mal nach dem Haus ausloggen oder ausgeloggt werden. Vielleicht passiert euch dann dasselbe. Also, ich komme nicht raus. Okay, das ist ein wenig strange. Ich bin Kannst durch. Du dich... Bitte? Ich bin durch. Oh, sehr gut. An und gegen die Wand gedrückt. Dann bin ich durchgepresst worden. Probiert das nicht zu Hause. Nein, probiert das bitte nicht zu Hause aus. Das könnte wehtun. Oh, was habe ich denn hier? Papier. Paper. Read Note. Wobei es da so ein Phänomen gibt, ich glaube, das heißt Tunneling, wo zwei Atome aneinander vorbeigleiten können. Und die Chancen sind zwar sehr gering, aber es kann passieren, dass du, wenn du dich gegen die Wand presst, dass all deine Atome durch all die Atome der Wand hindurchgleiten und so durch die Wand gehen könntest. Aber ich glaube, die Chancen Rein sind sehr gering. Theoretisch. Also probiert es besser nicht zu Hause aus. Nicht, dass dann heißt, der Onkel Bob hat gesagt, das funktioniert. Jetzt habe ich eine blaue Nase. Jetzt muss ich erstmal finden. Ja, ich hänge. Oh, ich glaube, ich war zu fett. Ich habe nicht durchs Gartentor gepasst. Aber jetzt bin ich durchgesprungen. In welcher Straße du bist? In der Parallelstraße zu deiner. Ich gehe gerade ins nächste Haus. Wenn ich eine Tür finde. Aber es ist schön, mal hier alle Häuser geschlossen zu sehen. Parallelstraße mit zu noch meiner, Zeug das dran. Ist die an den Plattenbauten vorbeiführt. Nee, die andere auf der anderen Seite parallel. Ist, glaube ich, die letzte Häuserreihe. Danach ist nur noch Graswiese. Ja, Wiesen bestehen meistens aus Gras. Graswiese. Ja. Ah, oh, ja, schön. Ah, oh, mein Typ hat schon wieder Hunger und Durst. Das ist unglaublich. Blaue Graswiese. Ja. Seltsam, dass diese Leute alle ihre Haustüren seitlich versetzt haben. Und zwar nicht zur Straße hin, sondern zum nächsten Haus hin. Spaghetti! Juhu! Spaghetti! Schrotpatronen! Wenn man die essen kann? Ich möchte es nicht probieren. So, in die Hand nehmen und nach irgendwem werfen. Vielleicht triffst du ja was. Ja, da musst du sehr schnell werfen. Wasserreinigungstabletten. Tada. Oh, das ist gut. Ich habe noch nie eine Infektion im Wasser geholt. So, und ich muss was essen und was trinken. Anne? Dann die Cola trinken. Oh nein, durch die Banane ist Hunger und Durst zurückgegangen. Wahnsinn. Das ist sehr viel Wasser in so einer Banane. Oh, ich höre einen Zombie.
Aha, da hinten. Ah, da ist er ja. Die rennen so total easy durch die Wände. Ja, die können das, was du gesagt hast. Die bestätigen deine Theorie, dass es möglich ist. Stimmt, ja. Es ist keine Theorie mehr. Oh, hier war ich schon drin. Lass das mal Sheldon von The Big Bang Theory hören. Spaghetti, die zweite. Zack. Ja, nicht verhungern, nur ich. Moment, sagtest du Sheldon? Ja. Hast du es gehört? Hast diese Peitschen-App? Die hatte aber Kutrapali. Ach so, ich dachte Sheldon hatte die. War hier schon drin. So, wo war ich denn gerade? Oder hatte Kutrapali? Ich glaube, Kutrapali, der hatte den Pullover mit den Sound. Files. Doch, kann sein, dass du recht hast und Sheldon die Peitschen-App hatte. Ah, ich bin schon wieder am Bluten. Halt, da lag was im Schrank. Brotpatronen. Aus der Bandagen, ich habe noch so viele. Nee, ich habe noch, glaube ich, eine ganze Rolle. Ah, leere Häuser, das ist unglaublich. Das sind Zombie-Apokalypse und die Leute nehmen alle ihre Sachen mit. Ah, das war bestimmt eine Panikreaktion. Meinst du? Ah. Nicht? Rottete Sachen esse ich nicht. Komm, trau dich. Habe ich einmal Bin ich gemacht, für. das mache ich nie wieder. Oh, mein Kerl hat schon wieder Hunger. Also mir geht's Essen langsam aus. Bist du denn? Dann könnte ich nämlich was geben. Ich bin hier in einem der Häuser. Das ist gut, du bist in einem der Häuser. Ich bin auch in einem der Häuser. Hey cool, warum sehe ich dich da nicht? Vielleicht, weil es so viele Häuser sind. Nein, hier liegt wieder irgendwas. Eine vergammelte Orange. Oh, ein Erste-Hilfe-Koffer. Set. Kit. Mit ganz vielen. Oh, ein Blatt-Kit, wenn du brauchst. Hab ich noch alles mit mir rum. Oh, was ist denn das hier? Was ist das? Thunfisch! Yay! Er ist gerettet, er hat Hunger. Ja. Er Ich ist meine, er hat gerettet, er was zu essen. stirbt. Okay. Orange, ein Orange, die möchte Ich ich schnapp mir gerne das noch eins der essen. Hochhäuser hier. Ich hoffe, Dann dass ich sag mir noch noch bitte, Wegzehrung finde. welches? Ja, welches? Das ganz rechte. Das Wegschmeißen. mit den kaputten Scheiben. Das ist gut. Da drinnen. Na gut, wollte schon gleich wieder ankommen. Gerne die Orange auch weg. Ach. Aber nein, ich habe dafür wieder Spaghetti gefunden. Sehr, oh, du findest ja voll viel Essen gerade. Zwei doofen Spaghetti. Wow. Und Bananen. Nee, eine berottete. Eine berottete. Eine berottete Banane. Verrottete, würde ich nicht. Wasserflasche und eine. Oh, noch ein Erste-Hilfe-Set. Ich werde verrückt. Also verbluten werden wir schon mal nicht. Diesen Scheiß wegschmeißen hier. Injection Vial. Das behalte ich mal. Vielleicht ist da irgendwas Krasses drin, was ich irgendwem spritzen kann. Willst du mal irgendwem was? Ja, klar. Den ersten, den wir fesseln, der kriegt erstmal mein Blut in den Hals und danach das, was in dieser Flasche drin ist. Er bekommt erstmal das Blut.
Ja, vielleicht hat er ja zufällig meine Blutgruppe, dann überlebt das ja. Dorthin, was, ne? Da ist die Nichts zu Orange, die ich essen. habe. Ist also absolut leer hier. Ich finde die Tapeten hier so toll. Hat so was Endzeitliches. Merke das Design und tapeziere deine eigene Wohnung damit. Oh ja. Das wird der Party-Hit. Weiß doch schon, wer sich drüber freuen wird, wahrscheinlich. Ich auch. Ach, mir gefällt diese Art von Haus hier nicht. Ich gehe wieder. Diese etwas schmaleren, höheren Gebäude waren einfach zu durchsuchen. Deins. Ich habe dieses dickere. Ich glaube, hier gibt es nur. Ne, da hinten sind diese etwas längeren. Oder? Also, ich spiele mal hier ein bisschen im Sandkasten. Wo bist du denn gerade? Noch im Haus, ich komme gleich. Das sind die höheren hier. Ja. Mein Kerl hat schon wieder Hunger. Das wird nichts, wenn ich nicht richtig viel finde. Wurscht. Komm, ich nehme mit. Noch mal. Komm mal zu dir. Du weißt gar Du nicht, wo ich hast bin. gesagt, du bist zumindest bei den großen Häusern. Ja. Irgendwo, wo ein Spielplatz ist, hast du gesagt. Ja, da bin ich dran vorbei. Der ist bei den kleineren Häusern der Spielplatz. Aber hier ruckelt es immer so in den Hochhäusern. Ist nicht Bist du in das schön. erste große Hochhaus gegangen? Das erste, was ich gesehen habe, ja. Von den Kleinen aus. Ja. Ich kann ja mal kurz am Fenster gucken, wenn ich eins finde. Also ich sehe von hier aus die Spielplätze und so eine Art Fußballplatz. Siehst du auch einen Guckst du vor? Fußballplatz? Guckst du zur Vorder- oder zurück vor draus? Ich glaube nach hinten. Vorne am Eingang. Warte, dann komme ich auf die andere Seite. Und ja, ich sehe auch die, jetzt sehe ich auch Spielplatz und Fußballplatz und ich weiß, in welchem du bist. Okay. Kann ich auch einen Thunfisch essen? Mach's in Sardinen. Esse ich Ich höre trotzdem. dich. Ich hab dich essen hören. Du hörst mich essen. Das sind Von nur Stockwerk Sardinen. höher. Ich bin die Leiter hochgeklettert, weil die Treppe kaputt war. Cool, hier kann man ja auf die Häuserdächer gucken. Noch im ersten Stock oder Nein! bist du schon höher gegangen? Nein! Was? Ich bin gerade auf dem Balkon raus und das Geländer hat keine Hitboxen. Das heißt, es ist einfach nur, man kann durchgehen. Und ich bin durchgegangen. So Bin vom Haus runtergefallen. gefallen. Lebst du noch? Natürlich nicht. Nein! Meine Leiche liegt hinten Richtung Fußballplatz. Kannst du mal aus dem Ich gehe. Balkon runtergucken? Ah.
Das ist auch dämlich. Ich dachte, man, weißt du, man rennt doch eigentlich immer vor Objekten vor und bleibt dann stehen. Das war aber nicht der Fall. Ich bin einfach Nein. durchgelaufen. Ah, noch ein Bug. Ist das nicht schön, eine Alpha zu spielen? Ja. Die unendliche Geschichte des Suchens geht weiter. Ja. Da Zumindest liegt weiß ich, er! wo du Da bist. liegt er! Ja. Nimm dir alles, was du brauchst. Kann ich gar nicht mehr mitschleppen, was du hast. Ja, nimm halt, was du brauchst. So, was hat denn der Gute? Die Ich Magnum habe respawne ich. übrigens nicht. Ich habe hier Please Wait. Spaghetti nehme ich mal mit. Nehme ich mit. Komisch. Vielleicht connecte ich immer nur auf den Server. Das scheint zu funktionieren. Jawohl. Ich bin, glaube ich, in Kamenka. Oh, das ist das andere Städtchen. Oh, das Wasser ist so schön blau. So. Mein Blut kannst du übrigens liegen lassen. Das passt mir jetzt eh nicht mehr. Habe auch gar nichts mehr Platz, um irgendwas mitzunehmen. Kamenka Nein, war. nein, ich bin nicht in Kamenka. Ich bin auf der anderen Seite, hinter Elektro. 10 Millionen Hinter. Kilometer entfernt. Ja, laufe ich doch mal nach Elektro. Und hier war schon jemand. Alle Häuser sind durchsucht. Oh, da ist mal einer. Hat sich gleich verpisst. Oh, herrlich. Nutzt du mal die Gunst der Gelegenheit und lauf ein bisschen durch die Botanik Richtung Elektro. Ja. So. Oh, ist das schön. Ja, wunderschön. Ja, normalerweise passiert mir immer sowas. Ich hab mal richtig Ja, Glück ich gehabt. bin gut im Bugs finden. Vor allen Dingen, wenn es das mein Leben kostet. Oh Mann. Ich bin da mal gespannt. Also eigentlich dürfen wir es ja gar nicht sagen, aber ich bin immer gespannt, was wir alles bei der Elder Scrolls Beta am Wochenende finden. Was echt, wir dürfen es gar nicht sagen. Nein, ist doch eine NDA. Aber scheiß drauf. Bis wir die Folge hier veröffentlichen, ist wahrscheinlich die Beta schon längst vorbei. Aber viele schreibt schon in diversen, auf diversen Spielseiten in die Foren, dass sie den Game, dass sie einen Beta-Key haben dafür. Ja, eigentlich könnten sie dafür gesperrt werden, aber ja, was wollen sie machen? Warum sollten sie das machen? Meine, die sagen ja nur, dass sie einen Key haben und mehr nicht. Ja, aber lest doch mal die NDA durch. Da steht drin, du darfst es niemandem sagen, dass du in der Beta teilnimmst. Jetzt hätte ich doch gern ein Auto. Ja, ich hätte gerne einen Hubschrauber. Gern ein Kampfroboter. Der, ja, wenn wir schon Wünsche haben. Na dann. So, auf, Kameraden. Elektro ruft. Ach ja, dann kommen wir wieder an der tollen Tankstelle vorbei, wo du das letzte Mal durch einen Köder erschossen wurdest. Ja, das waren gute Zeiten. Mit dem Battle Logger. Wo ich den danach verprügelt habe. Oh, und der hat auch schlecht geschossen, der Knabe dann Ja, im furchtbar Endeffekt. schlecht. Da war es bei dir ein Glückstreffer. Und der Kollege hat furchtbar schlecht mit seinem Knüppel zugeschlagen oder was er hatte. Glaube ich, auch noch beleidigt, oder? War das nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob der das war. Kann aber sein. Ich sehe das erste Haus. Das ist, glaube ich, eine Fabrik. Das Elektroschild sehe ich. Ist doch schon mal gut. Aber
Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da runtergefallen bin, weil das war etwas, was ich schon die ganze Zeit mal testen wollte, ob man sich hier im Spiel auch die Beine brechen und durch den Sturz sterben kann. Und die Antwort lautet, Beine brechen weiß ich nicht, aber man stirbt, wenn man vom Haus runterfällt. Teilweise in der Mod schon so, dass du dir schon aus einer geringen Höhe die Beine gebrochen Ja, hast. du bist von Bordsteinkante runtergegangen und hast dir die Knöchel gebrochen. Oder beide Beine und bist fast verblutet davon. Und was half hier? Einfach nur Morphin und du konntest wieder Ja, gehen. genau. Ist auch geil, ne? Probiere ich auch mal. Soll ich mir jemals beide Beine brechen? Dass ich mir erstmal Morphin gebe und versuche dann zu Ja, du laufen. kannst dann wirklich laufen. Auch wenn deine Beine dich nicht tragen, aber du spürst dann keinen Schmerz mehr. Da lachst du dann drüber. Aber das Furchtbarste an der Mod war ja, du bist Auto gefahren, da waren Kieselsteine am Straßenrand, du bist drüber gefahren und reißt dir beide Achsen ab und alle 8 Räder sind kaputt. Oh, ich weiß auch noch, du bist gegen den Maschendrahtzaun gefahren, Ach, das hör Auto auf. war hinüber. Oder wo mein Stimme war Auto, ja. wo ich im ersten Gang an die Wand gedotzt bin, so ganz locker und der Motor ist explodiert. Wie zum schlechten Actionfilm. Was ich schlimm fand, war, wenn man der Mod ein Auto kaufte, was man sehr abschließen konnte, um seine Sachen zu lagern, dass regelmäßig die Reifen geklaut wurden von dem Auto oder dass es plump geschossen wurde. Fand ich nicht schön. Aber ich habe das auch einmal gemacht, nur um zu gucken, ob es funktioniert. Ich habe mit dem Humvee SOV, der diesen Mini-Granatwerfer drauf hat, ein abschließbares Auto zerschossen, bis es explodiert ist. Einfach nur gucken, um zu gucken, ob es funktioniert. Und es hat funktioniert. So, eine Kappe habe ich schon mal wieder gefunden. Achso, da fällt mir auch gerade dieser tolle Hackerangriff damals ein auf der Server, wo dann alle plötzlich gestorben sind. Bei mir fing nur das Auto Feuer, ich bin auch schnell ausgestiegen und habe so überlebt. Da waren alle meine Autos weg. Tja. Ach, war das das, wo unserem Parkplatz komplett leergeräumt war? Wo alle unsere guten Fahrzeuge zerschossen wurden in unserer Basis. Das war da, wo alle Fahrzeuge und sonstiges gesprengt wurden, ja. Ja, das waren Scheißzeiten. Drüben war auch der tolle Bug, wo dann alle Fahrzeuge plötzlich wild verstreut im Wald lagen, auf die Seite gekippt und sonstiges. Das war, glaube ich, durch den Server und war ein Serverneustart. Okay, ich sehe die Feuerwache und da steht ein Zombie vor. Das ist ein gutes Zeichen. Oder stehen mehrere Zombies. Schauen, ob ich mich dahin schleichen kann. Indem ich sprinte. Ja, genau. Könntest du dir auch Okay, irgendwelche ich schleiche Gedärme um mal. den Hals hängen und dich als Zombie ausgeben? Ich mache jetzt mal wirklich ein bisschen Schleichen. Habe ich noch nie gemacht. Mal schauen, ob es funktioniert. Also lauf, wie der atmet, ey. Na, sagt er, hat mich gehört. Oder liegt einer? Noch Lebendig? ein Spieler. Ja, klar. Lebendig? Nee, der ist nicht mehr so ganz lebendig. Oh, Stiefel. Toll, jetzt habe ich hier. Jetzt bin ich hier oben, aber hier liegen keine Waffen bisher. Und jetzt ist ein Zombie mit mir hier drin. Hier Okay, das ist ärgerlich. liegt gar nichts. Rex. Oh shit. Ah, alles klar. Naja, ich renne einfach Rambo-mäßig dran vorbei. Hi, Zombie. Wow, verschwinde. Rambo würde ihn aber erledigen. Nein. Rambo ist ein netter Kerl. Ja, natürlich. Oh, er hat mich nicht gesehen, wie ich an ihm vorbeigerannt bin. Schwarze Arbeitshandschuhe, yeah. Jetzt sehe ich aus wie der Hitman. Liegt was im Regal, was ich gerne hätte. Ich schleiche einfach nochmal an den Zombie ran. Binde ihn in die Augen. Was ist denn das?
Okay, ich habe einen Hammer, ich bin schon mal bewaffnet. Gar nicht mal so verkehrt, der Hammer. Ob ich mir einfach mal den Schädel einschlage von hinten? Gerade gesagt, ob du dir einmal den Schädel einschlägst oder Nein, ob du dem ihm. Zombie hier, aber ich. Da merke ich gar nicht. Man kann mit dem Hammer nicht zuschlagen. So ein Mist. Naja. Oh, noch ein Zombie. Da gab es ja noch eine zweite Feuerwache. Ja, ne? Ja. Wenn ich nur wüsste, wo die wäre. Ich glaube, da hinten, irgendwo in diese Wenn du vor. Richtung. Wenn du an einer Schule bist, musst du nochmal an der Schule einer Straße folgen, aus dem Ort raus, und dann kommt die Feuerwache auch recht schnell. Ja, ich habe noch keine Schule, aber ich glaube, ich weiß ungefähr, wo es war. Ja, der Hammer ist Mist, damit kann man nicht kämpfen. Wird wahrscheinlich für spätere Crafting-Systeme sehr wertvoll sein. Mit Sicherheit, aber ich kann noch nicht ablegen jetzt. Naja. So, mal schauen, ob an der tollen Tankstelle nochmal der Herr mit den Fallen wartet. Ja, das wär's auf dem Server. Doch, zuzutrauen wäre es ihm doch. Nein. Lass uns auch mal wieder ein Päuschen einlegen. Ja, ich möchte mich nur gerade mal woanders hinstellen. Auf dem offenen Feld, auf weiter Flur. Da möchte ich nicht stehen. Da vorne gehe ich jetzt. Oh, da hinten läuft einer. Schmeiß mich langsam mal zu Boden. Zu Boden, habe ich gesagt. Werf den Puschen zu Boden. Oh, shit. Der hat eine Axt. Ich geh mal lieber. Wollte gerade sagen, du bist wohl nicht in Sicherheit gegangen. Nein. Scheiße, hoffentlich finde ich hier oben irgendwas. Ein Stein. Weitergehen. Wenn du gut triffst. Nein. Ich bleib einfach mal total furchteinflößend hier oben an der Treppe sitzen. Nein, oder ich locke am besten. Hier ist ein guter Zeitpunkt. Also, Alles klar. vielen Dank fürs Zuschauen. Danke Bis zum auch. nächsten Mal. Tschüss.